Willkommen zum Short Review Review. Die Star Wars Saga, die Trilogie, eine neue Hoffnung, das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter prägten meine Kindheit und waren nach Captain Future meine ersten Actionfiguren. 1985 lernte ich dann Transformers und die Welt der Verwandlungsroboter kennen und erneut war ich hin und weg. Dass es mal ein Crossover dieser beiden Serien geben könnte, hätte ich mir nie vorstellen können. Doch 2006 kam es dazu. Was früher zwei Toylines zweier Konzerne waren, ist nun einer, denn Hasbro hat Kenner Parker inzwischen aufgekauft und die Star Wars Lizenz übernommen. Ein paar dieser Star Wars Transformers Crossover Toys habe ich und die will ich euch zeigen. Dies ist Anakin Skywalker und sein Jedi Starfighter aus Star Wars Episode 2 oder 3, also Angriff der Klonkrieger und die Rache des Sith. Sieht schon schick aus, mit vielen Details, sowie einem R2-D2. Dazu eine kleine Anakin Skywalker-Figur, die ins Cockpit gesetzt werden kann. Aber nicht nur ins Cockpit des Starfighters, sondern auch wenn er als Roboter transformiert, in den Brustbereich. So, als würde Anakin den Roboter als eine Art Mech steuern. Dies ist auch der Gag des Ganzen. Jeder Transformer hat einen Piloten. Dazu hat der Roboterkopf Ähnlichkeiten seines Piloten. In diesem Falle soll er Anakin ähneln. Als Waffe trägt er einen Lightsaber, welches ebenso eine Art Projektil zum Abschießen im Jedi Starfighter-Mode ist. Unten sind weitere erhältliche Star Wars Transformers zu sehen. Boba Fett in der Slave One, Darth Vader in seinem TIE Fighter und Darth Maul im Sith Infiltrator. Vorne auf der Box gibt es ein Spin-Disc, eine drehende Scheibe, die je Fahrzeug und Roboter zeigt. Ein ungewöhnliches Gimmick. Richtig cool sieht das Roboter-Artwork, ganz in Transformers-Tradition aus. Ein Transformer schwingt ein Lightsaber. Cool. Selbst die Verpackung fügt sich im Crossover gut ein. Es gibt auch eine Tech-Specs-Übersicht. Was sagen die Daten über Anakin? Stärke 9, Intelligenz 8, Geschwindigkeit 10, Ausdauer 10, Rang 8, Mut 10, Feuerkraft 9, Machtkenntnisse 10. Passend zu Anakin kommt auch ein Gegner mit Darth Maul im Sith Infiltrator aus Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Der Aufbau ist gleich, abgesehen von der Maul-Figur, die sich nun oben rechts befindet. Eine Spin-Disc mit dem Roboter und Infiltrator. Wirklich cool ist das Transformer-Artwork. Maul mit seinem Doppellaserschwert in schwarzer Rüstung wurde großartig getroffen. Überhaupt sieht er als Transformer toll aus. Hat etwas von einem Samurai. Sein Doppellaserschwert kann in zwei geteilt werden und dient ebenso als abschießbares Projektil. In der Vorschau sind nur bereits bekannte Star Wars Transformers zu sehen. Welche Tech-Specs hat Darth Maul? Stärke 9, Intelligenz 9, Geschwindigkeit 10, Ausdauer 10, Rang 8, Mut 10. Feuerkraft 9, Machtkenntnisse 10. Mit diesen Daten ist der Anakin ebenbürtig. Wäre ein schwerer Kampf. Dies ist Luke Skywalker mit seinem Rot 5 X-Wing. Richtig cool. Es geht doch nichts über den X-Wing. Sogleich sieht man Lukes Kampf um den Todesstern in Star Wars Episode 4 eine neue Hoffnung vor Augen. Selbst Luke in seinem Pilotenanzug ist toll getroffen. Dies ist seine Spin-Disc. X-Wing, Transformer. Das Artwork ist sehr cool und stylisch. In Transformer-Form sieht der X-Wing gut aus mit den Schulterkanonen. Die Luke-Figur kann auch in Roboterform im Cockpit Platz nehmen. Der Transformer kommt wie Maul und Anakin mit einem Laserschwert. Doch diesmal dient es nicht als Geschoss. Dafür lassen sich die vier X-Wing-Kanonen abschießen. Wie sehen denn Lukes Tech-Specs aus? Stärke 9, Intelligenz 10, Geschwindigkeit 10, Ausdauer 10, Rang 10, Mut 10, Feuerkraft 8, Machtkenntnisse 9. Unten sind drei weitere Star Wars Transformers aus der Serie zu sehen. Darth Vader kennen wir, neues General Grievous und Obi-Wan Kenobi. Wobei Obi-Wans Transformer fast die gleiche Figur wie Anakin im Jedi Starfighter ist. Lediglich Bemalung und der Kopf sowie die kleine Charakterfigur sind anders. Kommen wir nun zum Highlight in meiner kleinen Star Wars Transformers Sammlung und gleichzeitig eine der größten Figuren der Reihe. Han Solo und Chewbacca mit dem Millennium Falcon. Eine echt große Box, die ich zum Schutz zusätzlich in Folie eingepackt habe. Gleich fällt auf, dass die Transformer Han Solo und Chewbacca zu sehen sind. Der Clou, sie sind ein Combiner, denn zusammen bilden sie den Falken. Ganz groß wird darauf hingewiesen, die Figur kommt mit Beleuchtung und Sound. Leuchtendes Laserfeuer und blaue Schubdüsen sowie einige englische Dialogauszüge. Nette Spielerei. Natürlich sind auch Minifiguren von Han Solo und Chewie dabei. Han mit Weste, wie in Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Die Artworks der Transformer sind grandios. Transformer Han und Chewie sind einfach cool. Auch die Boxrückseite ist klasse aufgemacht. Hier wird visuell gezeigt, wie sich die beiden zum Falken verwandeln. Es kann ebenfalls ein Projektil abgefeuert werden.
In diesem Bild wird gezeigt, wie die kleinen Han und Chewie als Pilot in ihren größeren mechanischen Versionen Platz finden. Han in der Brust, welches die Kanonensektion wäre, und Chewie im Falcon Cockpit. Klasse, wie es fast auf der Schulter des Transformers Chewbacca sitzt. Tech-Specs gibt es diesmal nicht und die Vorschau weiterer Star Wars Transformers zeigt nur bekannte Figuren. Ein absolut cooles Set. Wäre es nicht ein Crossover, hätte Star Wars auch eine Mech-Serie sein können. Abgesehen von meinen paar Star Wars Transformers Figuren gibt es noch gut 20 weitere, wobei einige Charaktere mehrfach dabei sind, wie Darth Vader. Er kommt in seinem TIE Fighter, als Todesstern, auch eine größere Figur und als Sternzerstörer. Die Crossover-Idee ist wirklich spannend und vielseitig, auch wenn es sich mehr nach Star Wars als Transformers anfühlt. Abgesehen davon sind die Figuren schon Hingucker. Und hier beweist sich der berühmte Transformers G1-Slogan, dass Transformers more than meets the eye ist. Zum Abschluss einige englische Toy-Commercials, also Werbung. I have you now. You, Star Wars Transformers. Mech Mode or Vehicle Mode. The Warriors change, but the battle for the galaxy rages on. Most impressive. Star Wars Transformers. Each sold separately, actual change time will vary. Star Wars Transformers. The Slave One and the Millennium Falcon locked in combat. Suddenly, the Slave One unleashes its secret weapon, changing into the deviously destructive Boba Fett mech. Oh yeah? Watch this. But the Millennium Falcon has a surprise of its own, doubling its power by changing into the heroic Han Solo and Chewbacca mechs. Charge up the main gun. Great shot, kid! That was one in a million! Star Wars Transformers, Millennium Falcon and Slave One sold separately. Danke fürs Zuschauen, freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald und möge die Macht mit euch sein und Autobots, transform and rule out! Yeah.